Funktionen werden euch im Matheunterricht immer wieder begegnen. In diesem Video schauen wir uns einmal an, was Funktionen eigentlich sind und wie wir den Graphen einer Funktion zeichnen können. Eine Funktion ist eine Beziehung zwischen zwei Mengen. Das bedeutet, eine Funktion ordnet jedem Element der einen Menge genau ein Element aus der anderen Menge zu. Es klingt zunächst einmal ziemlich kompliziert, aber gehen wir diese beiden Sätze einmal Schritt für Schritt durch. Die erste Menge bezeichnen wir als Definitionsmenge bzw. Definitionsbereich der Funktion und wir stellen diese Menge als gelbe Ellipse dar. Die zweite Menge wird als Wertemenge oder auch Wertebereich der Funktion bezeichnet und wird durch die grüne Ellipse dargestellt. Die Beziehung zwischen diesen beiden Mengen, die durch die Funktion definiert ist, stellen wir durch den braunen Pfeil dar. Als Funktion wählen wir hier als konkretes Beispiel f von x ist gleich 1/2 x plus 1. Wir können aber theoretisch auch jede andere Funktion wählen. Diese Funktion ordnet nun Elemente aus der Definitionsmenge, Elemente aus der Wertemenge zu. Betrachten wir beispielhaft einmal diese fünf Zahlen bzw. Elemente aus der Definitionsmenge. Elemente aus der Definitionsmenge werden auch Funktionsargument, unabhängige Variable oder einfach als x-Wert bezeichnet. Diese Elemente werden in der Funktion für die Variable x eingesetzt, um das zugehörige Element aus der Wertemenge zu bestimmen. Elemente aus der Wertemenge werden als Funktionswert, abhängige Variable oder ganz einfach als y-Wert bezeichnet. Diese Elemente bilden die linke Seite der Funktion, also f von x, wobei f von x auch häufig mit der Variable y ersetzt wird. Wenn wir nun also die entsprechenden Elemente aus der Definitionsmenge für x einsetzen, erhalten wir das entsprechende Element f von x bzw. y aus der Wertemenge. So wird bei unserer Funktion y gleich 1/2 x plus 1 dem Element 2 die 2 zugeordnet, dem Element 8 die 5 und so weiter. Wenn euch das mit dem Einsetzen und Zuordnen der Elemente hier noch nicht ganz klar geworden ist, macht euch keine Sorgen. Wenn wir gleich unseren ersten Graphen zeichnen, zeige ich euch das noch einmal etwas detaillierter. An dieser Stelle könnt ihr das Video auch gerne einmal anhalten und euch nochmal die Sätze oben durchlesen und mit der Abbildung unten vergleichen, um das Ganze noch einmal zu verinnerlichen. Löschen wir nun einmal die Zuordnung und betrachten allgemein eine Funktion f von x. Wie diese genau aussieht, ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist jedoch, dass jedem Element der Definitionsmenge auch wirklich nur ein Element aus der Wertemenge zugeordnet wird. In diesem Beispiel wird der 32 sowohl der Wert 5 als auch der Wert 2 zugeordnet. Das ist bei einer Funktion nicht möglich. Jedoch dürfen einem Element der Wertemenge mehrere Elemente aus der Definitionsmenge zugeordnet werden. Bei einer Funktion ist es also beispielsweise möglich, dass die Elemente 2 und 32 aus der Definitionsmenge dem Element 2 aus der Wertemenge zugeordnet werden. Schauen wir uns nun einmal den Graphen der Funktion f von x gleich 1/2 x plus 1 an. Um den Graphen der Funktion zu zeichnen, ordnen wir erst einige Elemente aus der Definitionsmenge, also x-Werte, Elementen aus der Wertemenge zu. Beginnen wir dazu mit dem Element x gleich 2. Zunächst zeichnen wir eine vertikale Linie für x gleich 2 nach oben. Anschließend setzen wir x gleich 2 in die Funktionsvorschrift ein und berechnen den Term auf der rechten Seite. f von x gleich 2 ist also gleich 2. Nun zeichnen wir eine horizontale Linie für f von x gleich 2 ein. Die Stelle, an der sich die beiden Linien treffen, markieren wir mit einem roten Punkt. Die gleichen Schritte führen wir nun für x gleich 4 durch. Erst zeichnen wir die vertikale Linie bei x gleich 4 und fügen das dann in die Funktionsvorschrift ein. Wir erhalten f von x gleich 4 ist gleich 3 und zeichnen entsprechend dazu eine horizontale Linie ein. Den Schnittpunkt beider Linien markieren wir erneut mit einem roten Punkt. Diese Schritte können wir für beliebig viele x-Werte wiederholen und entsprechend viele rote Punkte in unseren Graphen eintragen. Wenn wir nun den Graphen der Funktion zeichnen wollen, verbinden wir die roten Punkte mit einer Linie. Dann entfernen wir noch die gelben Hilfslinien und die roten Punkte und erhalten den Graphen für unsere Funktion f von x ist gleich 1/2 x plus 1. Mit diesen Schritten könnt ihr einen Graphen für jede beliebige Funktion zeichnen. Für eine lineare Funktion, wie in unserem Beispiel, reichen theoretisch bereits zwei Punkte aus. Bei komplexeren Funktionen solltet ihr zur Sicherheit besser ein paar mehr Punkte bestimmen. Betrachten wir nun noch einmal die Definitions- und Wertemenge einer Funktion genauer. Dazu sehen wir uns die vier Funktionen auf der linken Seite an. Die bereits bekannte Funktion f1 von x gleich 1/2 x plus 1
und zusätzlich noch die Funktionen x zum Quadrat, die Wurzel von x und den natürlichen Logarithmus von x, abgekürzt ln von x. Falls ihr den natürlichen Logarithmus nicht kennt, dann ist das nicht schlimm. Konzentriere dich dann einfach auf die anderen drei Beispiele. Wenn ihr die Definitionsmenge einer Funktion bestimmen wollt, könnt ihr euch auch einfach überlegen, welche Werte für x darf ich in die Funktion einsetzen. Bei der Wertemenge könnt ihr euch die Frage stellen, welche Werte die Funktion überhaupt annehmen kann. Beginnen wir nun mit der Definitionsmenge für die Funktion f1 von x gleich 1/2 x plus 1. Da ihr in diese Funktion jede beliebige Zahl einfügen könnt, ist die Definitionsmenge dieser Funktion die Menge der reellen Zahlen. Genauso kann diese Funktion jeden beliebigen Wert annehmen, sowohl positive als auch negative. Deshalb ist auch die Wertemenge der Funktion die Menge der reellen Zahlen. Dass sowohl die Definitionsmenge als auch die Wertemenge die Menge der reellen Zahlen entspricht, gilt übrigens für jede lineare Funktion, nicht nur für diese hier. Auch für die nächste Funktion, f2 von x gleich x², könnt ihr jede beliebige Zahl einsetzen. Daher ist auch hier die Definitionsmenge gleich der reellen Zahl. Doch die Wertemenge sieht nun etwas anders aus, denn egal welche reelle Zahl ihr für x einsetzt, ihr werdet immer eine positive Zahl erhalten. Es ist nicht möglich, dass der Funktionswert dieser Funktion kleiner als 0 ist. Daher ist die Wertemenge dieser Funktion alle positiven reellen Zahlen inklusive der 0. Ich markiere das durch ein kleines Plus oben an dem R für reelle Zahlen. Es kann sein, dass ihr zum Beispiel aus der Schule eine andere Schreibweise kennt. Manchmal wird auch zusätzlich eine kleine 0 unten an das R drangehängt, um deutlich zu machen, dass die 0 mit in die Menge gehört. Bei der nächsten Funktion, Wurzel x, können wir lediglich positive reelen Zahlen inklusive der 0 einsetzen. Denn für negative reelle Zahlen ist die Wurzelfunktion nicht definiert. Ebenso kann die Wurzelfunktion lediglich positive Werte annehmen. Das heißt, auch der Wertemenge der Funktion sind die positiven reellen Zahlen inklusive der 0. In die letzte Funktion f4 von x ist gleich ln von x können lediglich positive reelle Zahlen eingesetzt werden, jedoch nicht die 0. Denn der natürliche Logarithmus ist nur für positive reelle Zahlen definiert. Daher ist die Definitionsmenge dieser Funktion die positiven reellen Zahlen ohne die 0. Jedoch kann die Funktion jeden beliebigen reellen Wert annehmen. Daher ist die Wertemenge der Funktion f4 von x gleich ln von x alle reellen Zahlen. Schauen wir uns abschließend einmal die Graphen der betrachteten Funktionen an. Die erste Funktion f1 von x gleich 1/2 x plus 1 haben wir ja bereits früher im Video gesehen. Für die Funktion f2 gleich x² können wir sehen, dass diese tatsächlich nur positive Werte annimmt und der kleinste angenommene Wert die Funktion die 0 bei x gleich 0 ist. Die Wurzelfunktion f3 von x ist lediglich für positive x-Werte definiert und kann auch nur positive x-Werte annehmen, wie ihr am Graph der Funktion sehen könnt. Als letztes schauen wir uns den Graphen der natürlichen Logarithmusfunktion f4 an. Dieser ist zwar lediglich für positive x-Werte definiert, kann jedoch jede reelle Zahl als Funktionswert annehmen. Die negativen Funktionswerte werden alle zwischen x gleich 0 und x gleich 1 erreicht. Zum Abschluss dieses Videos betrachten wir einen Graphen, der keine mathematische Funktion darstellt. Sehen wir uns einmal den roten Graphen und dazu den x-Wert gleich 1 an. Mit der horizontalen Linie für x gleich 1 schneiden wir den Graphen in insgesamt 3 Punkten. Somit werden dem Wert x gleich 1 insgesamt 3 Funktionswerte zugeordnet. Wie ihr bereits wisst, ist das bei einer Funktion nicht möglich. Das heißt, dieser Graph stellt keine Funktion dar. Dieses Tutorial wurde mit der Bibliothek MANLIB erstellt. Ich bedanke mich bei Grant Sanderson für die Bereitstellung dieser Bibliothek. Euch, den Zuschauern, bedanke ich mich für das Anschauen dieses Videos bis zum Ende und ich hoffe, ihr habt die Welt der Funktionen nun ein klein wenig besser verstanden. Bis zum nächsten Mal.